Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für uns auf die Flur in Brüttelen. Und dort findet das Schlussspringen von unserem Reitverein statt, vom Reitverein Amateurlach. Und dort reite ich zuerst Einlaufprüfung, da wird die Stufe 1 reiten. Das ist 70 bis 80 cm. Einfach, für dass ich dann ein gutes Gefühl habe. Und mein Ziel ist eigentlich, mal eine schnelle Runde zu zeigen. Wenn ich natürlich noch habe, ist schön, aber meistens, wenn ich ja probiere abzukürzen, habe ich noch ein, zwei Flüchtigkeitsfehler. Aber da ich das weiter will, die üben, nutze jetzt die, das nicht ganz offizielle Turnier, für das zu üben. Und im zweiten Umgang startet dann Stufe 2, wo ich sonst nicht in die Vereinsmeisterschaft gewertet werde. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich mich wirklich getraue, Stufe 2 zu starten, weil die ist 90 cm bis 1 Meter. Ja, es heisst zwar auch, ja, es ist mehr 90-95, aber ich habe nicht in meinem Kopf, ich habe gleich immer 1 Meter. Und jetzt, nachdem ich auch, also dass ich schon ein paar Mal wirklich 90-95 gegangen bin, und sage ich auch nicht schlecht gegangen ist, bis auf ein, zwei Flüchtigkeitsfehler, habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich heute das starte. Und ich bin auch fest überzeugt, dass wir das können. Klar, wir werden sicher nicht noch haben. Aber ja, wenigstens, falls ich dann plötzlich noch habe, die Stechen kommen, könnte ich wenigstens der Vereinsmeister werden. Weil in den letzten Jahren war es halt immer so, dass ich eigentlich recht gut war, aber halt eine Stufe zu tief. Und dann, also ich wäre auch schon Vereinsmeister geworden, halt von Rangierung her, aber habe dann den Titel nicht bekommen, weil ich halt so gestartet bin. Und deswegen, für mich und alles, was ich jetzt mal probiere, 90 Meter zu gehen. Der Platz ist zwar recht klein und man kann nicht so Schwung aufbauen, aber ich glaube fest an uns, dass wir das schaffen. Und ihr seht ja jetzt gerade, wie das gegangen ist. Und was auch noch ist, also die Laufprüfung ist heute Morgen um 10 Uhr. Und dann erst um 2:30 geht es dann weiter. Und, aber der Lemmy steht ja gut im Anhänger und lässt sich da nicht so stressen. Ich hoffe, dass er heute sauft und frisst. Oder sonst, ja. Aber ich hoffe, es wird ein cooler Tag. Und eigentlich, da zählen wir recht viele Leute. Aber jetzt während Corona weiß man halt nicht, wie viele das kommen. Und ja, für mich ist das halt auch ein Turnier, deswegen habe ich auch weisse Kleider angelegt. Und ja, mache hier auch ein Turnier für mich. Ich würde es halt auch das Turnier unten weiterzählen. Weil für mich ist das eigentlich wie ein anderes Turnier auch wenn es halt jetzt nicht offiziell einen Punkt gibt und in FNCH eingeteilt wird. Aber ich würde das genau gleich ernst nehmen und natürlich vor allem im ersten Umgang auch genau gleich angreifen, weil die ersten 10 bekommen meistens trotzdem Preise und Schleifen etc. Und deswegen nehmen wir das sehr fest ernst. Das ist natürlich auch wieder ein mentales Training für mich. Gerade die zweite Umgang mit 90 Metern. Und ich wünsche jetzt euch ganz viel Spaß für das Video. Wir gratulieren ganz herzlich der Siegerin. Sie hat uns eine schöne Notfallrunde gezeigt. In einer schnellen Zeit von 52:06. Das ist die Fahne von Mara und dem Lemmy.
So, ihr habt jetzt die zwei Umgänge gesehen von unserer Vereinsmeisterschaft. Und in der Einlaufprüfung bin ich ja 70 bis 80 cm gegangen und dort war mein Ziel, eine schnelle Zeit zu reiten. Und ich habe ja wirklich alle Wendungen gemacht, die man konnte eigentlich. Ich habe die Runde nicht mega schön gefunden, weil er auf diesem kleinen Platz immer sehr rückhaltig ist. Aber das Ziel haben wir erreicht, die Zeit war schnell gewesen und wir hatten sogar noch 0 gehabt. Und so haben wir die erste Prüfung können gewinnen. Und zwar noch mit ziemlich viel Abstand von irgendwie 4 Sekunden. Und dann im zweiten Umgang bin ich ja 90 Meter gegangen und ich muss sagen, dass wirklich fast der ganze Park bis auf 2 Sprünge oder so wirklich fast ein Meter war. Und gerade Sprung 1 war also ein guter Meter gewesen. Und das also ist es schon gerade mal richtig, richtig losgegangen. Und dann ja, haben wir dort am Sprung 3 bei dieser Planke hat es halt keinen Fuss gehabt und es war ja sonst sehr luftig gebaut gewesen, etwas, was Lemmy so gar nicht kennt, geschweige denn auf diese Höhe. Die haben wir leider am Boden gehabt und dann sind wir irgendwie beide kurz aus dem Konzept gekommen und haben dann beim Sprung 4 noch einen Shop gehabt, aber vorher und nachher, vor allem nachher halt, es war wirklich ein super, super guter Bergau gewesen und für das erste Mal so hoch unter Turnierbedingungen bin ich wirklich, wirklich zufrieden. Und mit dem Sieg in der Einlaufprüfung kann ich also rundum zufrieden sein mit dem heutigen Tag. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.